4. Sehr schön. Wir wollten jetzt das Gras verforschen. Ich hätte diesen Forschomaten doch ein wenig weiter wegstellen sollen. Weil jetzt habe ich die Wahl zwischen, selbst wenn ich das hier hinhalte, würde er es noch als Feuermittel benutzen. Und erst ab da wird es Forschungsdingens. Auch ganz nett wäre gewesen, wenn sie das so gemacht hätten, dass man einen Gegenstand am Anfang, kriegt man dafür viele Punkte. Und je öfter man denselben Gegenstand reinschmeißt, desto weniger Punkte kriegt man dann nach und nach. Damit man halt nicht genau das macht, was ich gerade mache. Einfach krass farmen. So, wir haben jetzt 215 Punkte. Werkzeug, ein Hammer. Damit können wir Sachen wieder auseinandernehmen. Ich nehme mal an, das Lagerfeuer und die Maschine. Bisher können wir sonst nichts bauen. Wir könnten Käfer fangen. Wir könnten uns rasieren. Wir könnten fischen gehen. Aber dazu bräuchten wir erstmal Spinnenseide, die wir nicht haben. Wir könnten eine Luxus-Axt bauen. 4 Gold. Wie viel Gold haben wir? 2. Ja, es gibt alle Werkzeuge nochmal in einer Gold-Version. Und das war es dann auch an Werkzeugen. Ist jetzt die Frage, ob die Goldsachen einfach nur doppelt so lange halten oder ob die unzerbrechlich sind. Wobei unzerbrechlich irgendwie gegen den Sinn des Spiels wäre. Müssen wir mal ein Auge drauf haben. Wir können ja einfach ein paar von diesen gekochten Fleischbrocken dem Schweinekönig geben, wenn er auf der nächsten Insel ist. Und das Ganze dann mal ausprobieren. So kam er ja recht schnell an Gold. So, also Werkzeuge nicht. Was haben wir noch hier noch? Ein Schweinestall und ein Bienenkorb. Schweine. Es ist kein Schweinestall, es ist ein Schweinehaus. Also vielleicht könnten wir so das Schweinedorf erweitern, um... Ja, um was? Mehr Schweine zu haben? Und ja, die kann man angreifen. Und dann greifen einen alle an und man stirbt. Das ist nicht so wirklich sinnvoll. Aber ich denke mal, später, wenn wir richtig gute Ausrüstung haben, kann man mit sowas ganz gut experimentieren. So, neuer Tag. Neue Kaninchen. Stirb. Also mir kommt es nicht wirklich so vor, als wenn es weniger werden würden. Also jetzt sind keine draußen, weil es noch so früh ist. Die müssten erst nach und nach rauskommen. Aber wir haben jetzt schon recht viele Tage hier die Kaninchen getötet und es sind immer noch welche da. Schon ein wenig kurios. So, wir haben endlich Platz im Inventar. Dann können wir nochmal die Beeren hier mitnehmen. Und eigentlich auch gleich ausbuddeln. So. Euch nehmen wir alle mit zur nächsten Insel. In der Hoffnung, dass es da irgendwo diese Jackviecher gibt und wir an den Dünger kommen. Ah, 1, 2, 3 Kaninchen. Dafür war hier oben fast nichts los. Oh, behalten wir mal im Auge. Sonst können wir, also wenn sie wirklich unendlich sind, können wir zwischendurch immer kleine Jagdausflüge hierhin machen, um unsere Fleischreserven aufzufüllen. Was ja auch nicht schlecht wäre. So, geh endlich weiter weg von deinem Doom. Komm, suchen wir uns ein anderes. Du da. Geh mal nach da. Genau. Ich glaube, die werden langsam panisch, wenn die mich sehen. Geh nicht mehr allzu weit weg von ihren Löchern. Oh, der da war unachtsam. Das muss doch gleich bestraft werden. Zack. Und du da auch. Sehr schön. So, Schaufel in die Hand. Mehr Gras ausbuddeln. Und wollen wir dann jetzt oder am nächsten Tag zur nächsten Insel? Ach komm, machen wir das heute. Dann laufen wir da fix hin, versuchen noch schnell Stein zu finden. Und wenn wir keins finden, dann machen wir halt ein kleines Lagerfeuer. Und hier ist der Stroh auf dem Boden, den ich gemeint hatte. Auch wenn ich nicht weiß, wofür er da sein soll. Aber das ist ja das Schöne an dem Spiel. Man kann so richtig schön rumexperimentieren. Genau wie dieser Froschteich, den wir gefunden haben. Wissen wir immer noch nicht, was er macht. Wir wissen, dass die Frösche uns irgendwie anstupsen und wir Gegenstände verlieren. Und dass die aggressiv sind. Sonst wissen wir auch nichts. Achso ja, sie droppen Froschbeine, die man essen kann.
Aber ja, was man mit dem Teich machen kann, vielleicht kann man drin angeln. Oh, das könnte echt sein. Vielleicht kann man nicht im Meer angeln, sondern nur in den Teichen. Ja, das behalte ich auch mal so im halben Hinterkopf. Und der Weg ist echt tierisch lang. Erinnert mich ein wenig an den Weg von der zweiten zur dritten Insel in unserer letzten Welt. Ich hoffe mal nicht, dass wir gleich zur dritten Insel kommen. Also so vom Biom her gesehen. Aber nee, das sieht gut aus. Kein Moor, keine Tentakel, keine komischen Kröten. Jetzt brauchen wir nur noch die Schweine. Da unten sind schon mal Spinnen, das ist nicht gut. Und ich glaube, ich gehe doch mal wieder weiter runter und gucke erstmal, wo der Weg zu... Da ist ein riesiges Spinnending. Ich glaube, das war größer als die anderen. Okay, also schon mal zwei Spinneneier. Und etwas Pech ist das hier eine Spinneninsel, wenn es sowas gibt. Aber ja, ich laufe jetzt zurück zum Meer und laufe am Meer lang, um den nächsten Übergang zu finden, damit wir unser Basislager da aufschlagen können. So sparen wir uns eventuell ein Lager und ein paar Steine. Mal gucken. Da oben ist noch ein Spinnenei. Oh weia. Eventuell war es doch nicht so gut, hier zu übernachten. Denn ich denke mal, die kommen nachts raus, wenn man zu nahe dran ist. Oh. Naja, im Notfall nehmen wir einfach eine Fackel und halten die mal da ran. Dann dürfte die halbe Insel abbrennen samt Spinneneiern. Oder es macht die einfach nur stinkig. Ja. Die ist riesig. Also im Vergleich zu der ersten Insel. Was, ja, ist okay. Also wir haben mehr Platz, dass wir durchforschen können nach Flint, nach Stein und anderem Zeug, das wir brauchen können. Aber das macht meine Arbeit gerade schwer, den Weg zu einer Insel zu finden. Also zur nächsten. Oh oh. Wir sollten uns einfach ein... Ah, Schingen. Ich wollte gerade sagen, wir sollten uns einfach jetzt ein ruhiges Fleckchen suchen und da unser Lager aufschlagen, aber da war ein Spinnen. Das mache ich garantiert nicht da. Und wir sollten es irgendwo am Meer machen, da können wir wenigstens nur von einer Seite angegriffen werden. Du bist so hungrig. Ja, wir machen hier ein Lagerfeuer. Was fehlt fürs Lagerfeuer, verdammt? Holz. Komm, ganz schnell Holz hacken. Komm schon, schnell. So, Holz, Lagerfeuer. Hüfala. Das war schon wieder so knapp. Ich habe echt den Verdacht, wenn man nachher später zu lange im ganz Dunklen steht, dass man dann instant umgebracht wird. Oder einfach so Schaden bekommt, egal ob Gegner in der Nähe sind oder nicht. Das muss man ja nicht unbedingt riskieren. So, nochmal drei Holz für die Nacht. 1, 2, 3. Und wir haben ja genug, um unser Lagerfeuer zu tun. Wir sollten aber erstmal nach diesem Baum was essen. So rein gewohnheitsmäßig, damit ich das nicht vergesse beim nächsten Mal. So, dich kochen wir erstmal. Dich kochen wir. Wir putzen dich auch gleich. Und wir haben 10 gekochtes Fleisch dabei. Sehr schön. Und die Samen können wir auch mal kochen. Ich glaube, wir hatten noch welche auf Reserve in der Truhe im Basislager Nummer 1. Ah, die bringen nicht so viel. Die hier bringen 17 das Stück. Das ist schon ordentlich. So, was haben wir jetzt in der Nacht noch zu tun? Was für einen Hut gibt es überhaupt noch? Ein Büffelhut. Und sie dachten, sie stinken nur von draußen. Ja. Na gut, dann nutzen wir die Zeit effektiv und graben die ganzen Stumpen da aus. Zu weit nach Norden will ich nicht, denn ich weiß nicht, wie weit die Spinnen laufen. Ah genau, wir können bei der Forschung mal weiter gucken, was es da noch so gibt. Es gibt eine Alchemie-Maschine, die noch mehr Crafting-Rezepte freischaltet. Das klingt schon mal sehr gut. Aber dafür brauchen wir Cut Stone. Die können wir noch nicht machen. Das lässt sich aber ändern. Cut Stone sind da.
So, die können wir jetzt bauen aus 3 Steinen. Nur haben wir keine Steine. Papyrus, um Dinge zu schreiben. Was für Dinge? Ich denke mal, das Papyrus und das Papier wird erst wichtig sein, wenn wir das nächste freigeschaltet haben, also diese komische Alchemie-Maschine. Nicht das Forschungsdingens. Eine Speedy Farm Plot. Samen wachsen hier ein bisschen schneller. Brauch aber 10 Dünger. Ja. Na gut, wir schnappen uns jetzt die Axt und laufen mal an den Spinnen vorbei, die hoffentlich tagsüber nicht aktiv sind. Hoffentlich tagsüber nicht aktiv sind. Da verschwindet schon mal ein Baum vor unseren Augen. Das ist kein gutes Zeichen. Nee, also hier waren vorhin Spinnen. Viele Spinnen. Ja, sehr viele Spinnen. Oh, und den Grabstein buddel ich doch erstmal aus. Kriegen wir wieder einen Gnom oder was anderes? Es scheint irgendwie sinnlos zu sein oder nutzlos zu sein. Der sieht aus wie der Rubin der Wahrheit aus Lands of Lore 1. Aber, könnt mich auch irren. Das Spiel scheint echt voll von so kleinen versteckten Sachen zu sein. Oder ich habe einfach zu viele Spiele gespielt und sehe überall irgendwelche Anspielungen. Ein Ball und ein Becher. Ich habe keine Zeit für Spaß und Spiele. Okay, was haben wir hier? Ein abgeschnittenen Tentakel. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen sollte. Hier ist was zum Graben, obwohl kein Grabstein da ist. Und ja, ich bin bewusst, dass ich gerade recht viel Zeit damit verschwende, aber ich bin halt neugierig. Noch ein Amulett. Und... Er sagt gerade, ich sollte mich deswegen wahrscheinlich schämen oder mich schlecht fühlen. Ach nee, das passt schon. Wir müssen überleben. Da darf man nicht zimperlich sein. Was haben wir hier? Wir haben einen Knoten. Der Knoten ist stuck. Also stuck ist eigentlich, wenn irgendwas hängen bleibt oder nicht öffnenbar ist. Den Knoten können wir anscheinend nicht öffnen. Ein Cords-Knoten. Cord. Nee, das sagt mir nichts. Aber wir sehen ja auf der Karte schon mal jede Menge Spinnen und Grabsteine eingezeichnet. Da sollten wir später ganz viele Fallen auslegen, um die Spinnenseide zu farmen. Und ich probiere dann mal, die Eier nicht zu zerstören, in der Hoffnung, dass immer wieder neue Spinnen rauskommen und wir immer wieder neue Spinnenseide bekommen. Ähnlich könnte man das wahrscheinlich auch bei den Schweinemenschen machen. Also man bringt sie einmal alle um oder fängt sie, wartet dann einen Tag und dann kommen eventuell aus den Häusern neue raus. Und diese Option, die wir haben, um Häuser zu bauen, ist einfach nur dazu da, damit man mehr Schweine pro Tag bekommt. Und die Insel ist echt riesig. Aber wir dürfen es trotzdem heute noch schaffen, wieder zurück zu dem anderen Gang zu kommen. Aber unterwegs müssten wir eigentlich eine zweite Brücke finden. Wenn nicht, wäre das sehr komisch, dann wäre die Welt nämlich zu Ende. Außer es gibt irgendwelche unterirdischen Gänge. Das wäre natürlich richtig geil. Aber mal gucken. Allgemein tendiere ich ja dazu, wenn ich ein Spiel neu spiele, das viel zu sehr zu idealisieren. Also mehr rein zu interpretieren, als da eigentlich ist. Da werde ich recht schnell enttäuscht, wenn es denn nicht da ist. Sollte ich mir echt abgewöhnen. So, wir sind jetzt fast einmal rum. Das kleine Fitzelchen fehlt da noch. Was wir letztes Mal sinnigerweise ausgespart haben. Aber ja, das wäre dann ähnlich wirklich wie unsere erste Welt. Nur, dass die zweite Insel wesentlich größer ist und mehr Spinnen hat. Aber in der ersten Welt war es ja auch so, dass man rüber konnte und dann gleich nebenan der andere Weg rüber war. Genau. Da will ich jetzt aber nicht hin. Hier haben wir Grabsteine. Da sollten vielleicht nicht unbedingt schlafen. Da ist Stein. Oder ist das Spinnenei? Ich guck mal rüber auf die andere Insel. In der Hoffnung, dass es nicht der Sumpf ist, sondern eine Insel mit Steinen. Und falls nicht, haben wir immer noch genug Essen dabei. Das können wir auch gleich essen.
Haben wir genug Essen dabei und genug Stroh, also Gras, um eine Fackel zu bauen für die Nacht. Und dann hocken wir einfach auf der Brücke und warten, bis die Nacht rum ist. So, dies ist die dritte Insel. Und wir haben diesmal keinen Sumpf. Das ist doch schon mal interessant. Und ich sollte wieder am Strand langlaufen. Aber ja, es ist also nicht wie die erste Welt, nur sehr, sehr ähnlich. Das heißt, da die Nacht gleich einbricht, mache ich einfach mal hier so ein Feuer hin. In der Hoffnung, dass die Bäume nicht abbrennen. Sehr gut. Dann können wir nämlich die ganze Nacht über Holz hacken. Aber erstmal mache ich für mich einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder.